So, hallo, willkommen an Bord zurück. Und ich werde jetzt hier mit euch ein wenig weitermachen. Und zwar haben wir hier bei der Dame auf dem Wagen eine Cola-Dose. Die können wir uns nehmen. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Zack. Ohne, dass sie es natürlich merkt. Und wenn wir die jetzt versuchen aufzumachen... nein, so rum. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Nein, ist es nicht. Aber der Joel nimmt mir die Worte aus dem Mund. Er ist zu blöd, eine Dose aufzumachen. Hier haben wir jetzt noch den Getränkewagen. Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr. Warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Nein, darauf können wir nicht warten. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Getränkewagen aufkriegen. So, das habe ich vorgestern auch geschafft, indem ich hier dieses Metallstück damit benutze. Aber es funktioniert nicht, weil das Ding ist einfach zu groß. Deswegen bitten wir jetzt den starken Armando, das Ding einfach ein wenig zu plätten. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ach Mensch, wie war das denn jetzt? Oder muss ich mit dem reden? Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Buenos dias. Meine Güte, ich habe das Spiel vorgestern gespielt. Wie war das denn jetzt? Amigo, George. Herrschaftszeiten. Getränkewagen, das kann doch nur damit. Ich glaube nicht. Und die... Ne, damit nicht. Ach ne, Moment, war das damit? Das geht nicht. Das geht nicht. Nö. Das geht auch nicht. Oh. Wie war das denn jetzt? Verdammt und zugenäht. Was ist, wenn ich dem Armando die Cola gebe? Das geht nicht. Alter, wo bist du? Wie war das denn jetzt? Ah, ja, okay. Hier muss ich mich jetzt als Kapitän ausgeben. Das ist der zweite hier. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Oh, wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das... Boah, leck mich! So, Hallöchen. Wir sind zurück, immer noch im Flieger, immer noch auf dem Weg nach Peking. Und wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Wir haben... das haben wir... Genau. Jetzt haben wir hier bei der netten Frau in dem Wagen eine Cola-Dose. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Genau, und wenn wir uns die angucken... Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Ja, und der George nimmt mir die Worte aus dem Mund. Er ist zu blöd, ein... Naja, okay. Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr. Warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Nein. Danke. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Und zwar, wir haben mit Armando gesprochen. Und hier vorne können wir mit Ebkan reden. Also reden wir wieder mit diesem Passagier. Und wir erinnern uns ja, er sieht unheimlich schlecht. Deswegen geben wir uns jetzt hier unten als Kapitän aus. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Oh, wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Genau, einen Saft möchte er gerne haben. Also schauen wir uns den Getränkewagen nochmal nach einem Saft an.
Es steht nichts mehr drauf. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Genau, und diese Luke versuchen wir jetzt mal zu öffnen mit einem kleinen Metallstück. Das Stück Metall ist zu dick. Gut, das ist also zu dick. Wir erinnern uns, der Armando, der ist wunderbar, er ist wunderbar stark, das wollte ich sagen. Und er kann uns helfen, das Ganze ein wenig platter zu machen. Also sprechen wir ihn drauf an. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Scherze schon. Aber hol mir erstmal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Stuart, das kommt einfach nicht. Junge. Zufälligerweise habe ich eine Cola da. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Kein Problem für mich. Ja. Hey, Sie sind wirklich stark. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran, aber dazu müssten Sie mir erst mal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Ah, hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Einen perfekt durchtrainierten Hintern. Naja, gut, okay. Nach argentinischem Frühstück riecht es jetzt zwar, aber mit ihm oder mit S könnten wir... Na bitte, offen. Genau. Den Getränkewagen öffnen und, was haben wir da drin? Allerlei Schnapssachen und einen Saft. Da schauen wir gleich nochmal nach und holen uns die anderen drei Sachen auch. Dam, 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 dam. Jetzt ist alles leer. So, und jetzt geben wir dem guten Mann hier vorne einfach den Saft. Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Ja, uns hat er die dann wieder zurückgegeben. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, wir schütten ein wenig Aluhol in die Flasche, in die Saftflasche und geben die Saftflasche nochmal ihm. Das geht nicht. Nein, wir reden zuerst mit ihm und geben uns nochmal als Kapitän aus. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Kommt sofort. Bitteschön. Danke. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen? Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ja, genau. Ein Saft, der nach Alkohol schmeckt. Das ist doch mal ein leckerer Saft. So, und wenn wir ihm das jetzt nochmal geben... Danke. Dann... Oh, mir wird schlecht. Ui. Kalum. Genau, und die gute Dame dort hinten, die immer noch am Putzen ist, ist jetzt erstaunlicherweise fertig. Oh nein, was haben Sie denn gemacht? Ja, jetzt ist der Weg nach hinten frei. Mit ihm können wir uns nicht unterhalten. Das sind die leeren Sitzplätze. Mit denen können wir uns auch nicht unterhalten. Es ist nicht viel los. Ja, genau. Der ganze Riesen-Jumbo-Jet fliegt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passagiere. Also ich weiß es nicht. Ob das Kerosin das wert ist? Naja, okay. Dann reden wir mal mit diesem Passagier. Hallo. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein. Ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie. Doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die
die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der dann lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann, zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Ja, und jetzt versagt mir meine Stimme. Das Ganze hat jetzt folgenden Hintergrund. Das habe ich beim ersten Mal, als ich das jetzt gespielt habe, vor 2 Tagen, auch gar nicht mitbekommen. Aber ich habe es jetzt mitbekommen. Und zwar, er hier, dieser Ernährungswissenschaftler, hat uns jetzt einfach geholfen und hat uns einen Tipp gegeben. Und zwar, wo ich mit ihm mich unterhalten habe, habt ihr gesehen, dass der Mann auf diesen Wagen gegangen ist und hat da irgendetwas draufgetan. Wenn wir jetzt hier nach vorne gehen... Achso, wir sehen. Wenn wir jetzt hier wieder nach vorne gehen, auf unseren Sitz, dann passiert nämlich Folgendes. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag, ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. So, und hier haben wir jetzt, denke ich mal, auch wieder die Möglichkeit zu sterben. Denn wenn wir uns dieses Glas und die Farbe darin einmal anschauen, rosa. Ich habe beim letzten Mal auch auf Nein geklickt, habe aber gar nicht daran gedacht. Jetzt gehe ich auf jeden Fall auf Nein und sehe zu, wie er reagiert. Oh, das tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Nein. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein, nein. Ich hatte heute schon 2. Wie Sie wünschen, Monsieur. Ja. 1 Stunde später. Habt ihr das gesehen? Da ist ihm etwas aus der Hose gefallen. Sollte ich Skrupel haben? Hm, ja. Ich nehme das Geld dennoch an mich. Ja. Wieder 3 Euro. Nur kein Eisverkäufer in der Nähe. Ja, und hier eine Brieftasche. Ja, ein wenig daneben gegriffen. Aber naja. Toll. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Bray. 18. Juli 2002. Oh, na. Na? Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde. Aber wenn Bray mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das.